Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich ganz außergewöhnlich, Sie heute Abend hier begrüßen zu dürfen und natürlich insbesondere auch unseren Referenten Ihnen vorstellen zu dürfen. Herr Schussmann, der ganz nebenbei für unsere Ausstellung auch sehr wertvolle Forschungsergebnisse geliefert hat. Denn die meisten haben ja schon unsere Ausstellung gesehen. Dort haben wir ja sozusagen die Nicht-Baden-Württemberg-Funde in Form von Medienstationen gezeigt oder zeigen wir sie. Und dankenswerterweise hat uns Herr Schussmann Daten von seiner ganz frischen, jüngst gegrabenen Grabung auf dem Staffelberg zur Verfügung gestellt, die ja auch heute in seinem Vortrag eine ganz wichtige Rolle spielen werden. Wir haben eben grundsätzlich damals eben auch mit Herrn Schussmann Kontakt aufgenommen und eben auch ihn heute Abend eingeladen, weil er ein ausgewiesener Keltenfachmann ist und eben seit Jahren schon sehr intensiv auf diesem Gebiet arbeitet und forscht und eigentlich zu den umtriebigsten Keltenforschern, insbesondere in unserem Nachbarbundesland Bayern, gehört. Nicht ohne Grund ist er ja bereits 2012 in dem großen Katalog zur Landesausstellung, zur großen damals zur Keltenausstellung, mit dem Beitrag, den Titel finde ich immer sehr süß, den Beitrag Arme Vettern im Osten, ja, beteiligt gewesen. Wie die meisten oder wie viele fleißige Archäologen, die was werden wollen, hat also auch Herr Schussmann schon während seines Studiums an der Universität Würzburg, da hat er eine relativ klassische Ausbildung ja, bestritten, wie so viele von uns, nämlich Ur- und Frühgeschichte, klassische Archäologie und Volkskunde, hat er eben damals schon an einer ganz großen Reihe von Grabungen teilgenommen und sie eben auch dann teilweise geleitet. Wie ich gerade gehört habe, eine Fundstelle, die hat er schon zu Kindheitstagen vor seiner Haustür gehabt. Eine lateinzeitliche, eine spätkeltenzeitliche Fundstelle, die er dann schon eben in jungen Jahren abgesammelt hat. Das besondere Interesse von Herrn Schussmann liegt insbesondere auch in der Siedlungsarchäologie. Nicht nur dann auch nicht nur von der Eisenzeit, sondern auch ja, von vorangehenden Phasen. Unter anderem hat er bei einem großen DFG-Projekt unter dem Titel Gebautes Wissen über mittelneolithische Kreisgrabenanlagen war beteiligt, nur als Beispiel. Aber nichtsdestotrotz ist eigentlich sein Forschungsschwerpunkt eben die Eisenzeit und die Kelten mit umfangreichen Arbeiten, sowohl eben in frühkeltischen Forschungsschwerpunkten als eben auch unter anderem teilweise auch dann noch bronzezeitliche Fundkomplexe. Da wäre zum Beispiel die Wullenheimer Berg zu nennen, eine urnenfelderzeitliche Höhensiedlung, aber eben dann auch in der späteren Phase der keltischen Siedlungstätigkeit, eben aus der Lateinzeit mit spätkeltischen Ausgrabungen. Und insbesondere da kommt eben der Staffelberg auch zu tragen, nämlich eben ein großes lateinzeitliches keltisches Oppidum, wo er eben in den letzten Jahren unter anderem eine Toranlage gegraben hat. Er ist unter anderem auch in Baden-Württemberg umtriebig, hat auch mit unserem Landesarchäologen Herrn Krause unter anderem kooperiert. Es gibt dort auch einige Arbeiten. Ja, und grundsätzlich noch mal so ein paar weitere Daten. 2007 hat Herr Schussmann mit der Lateinzeit im südlichen Mittelfranken eben promoviert, damals noch an der Uni Würzburg, ist dann an die Uni Berlin gegangen, wo er habilitiert hat. Auch wieder mit einem ja, sozusagen verwandten Thema. Das ist nämlich die Siedlungshierarchien und Zentralisierungsprozesse in der südlichen Frankenalb zwischen dem 9. und dem 4. Jahrhundert vor Christi und ist jetzt ein außerplanmäßiger Professor an der Universität Bamberg. Bevor ich gleich das Wort an Herrn Schussmann weitergebe, möchte ich hier noch ganz herzlich, viele von Ihnen sind ja Mitglieder im hiesigen Förderverein. Ich möchte also ganz herzlich den Förderverein dieses Hauses danken, denn ohne die finanzielle Unterstützung wären eben solche Events, wie wir das hier gerade heute Abend erleben werden, nicht so ohne weiteres möglich. Außerdem danke ich sehr unseren Volontären. Die kennen Sie vielleicht auch alle noch gar nicht, die da draußen gesessen haben. Das sind also Samira und Johanna, beide, also eine seit jetzt einem halben Jahr da, die andere ganz frisch seit 2 Wochen, die also jetzt hier auch die Organisation mit übernommen haben. Und ich danke unter anderem auch meinem Mitkurator, Herrn Simon Nessler, der sozusagen auch den Technikverstand hat, dass Sie eben auch alles hoffentlich hier gut hören können.
Und insbesondere danke ich jetzt auch den ganzen Teilnehmern, die online dabei sind. Und ich hoffe, dass die Technik also durchhält und dieser wunderschöne Vortrag eben auch online zu verfolgen ist. Und jetzt wünsche ich uns allen einen ganz wunderschönen Abend mit lehrreicher Unterhaltung und hoffe, dass wir solche Events in nächster Zeit auch häufiger hier erleben werden. Herzlichen Dank. Okay. Jawohl. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Da wird man ja ganz rot. Gott sei Dank können Sie das jetzt alle gar nicht sehen, weil es ein bisschen gedimmt ist, das Licht. Aber natürlich freue auch ich mich sehr, dass Sie den Weg hierher gefunden haben, so zahlreich wie eben Corona das möglich macht, beziehungsweise an Ihren Rechner zu Hause. Und ich hoffe sehr, dass Sie nicht nur durch den etwas reißerischen Titel angelockt wurden, sondern auch die Informationen, die dann weiter noch standen, gelesen haben. Denn es geht eben nicht nur um den Schädelkult, sondern eben, wie es gerade auch schon gesagt wurde, als Ausgangspunkt um das spätkeltische Zangentor auf dem Staffelberg-Oppidum, von dem Sie hier eine Rekonstruktion sehen können. Der Staffelberg liegt in Oberfranken, in Bayern, in dieser Region am Obermain. Er ist ein Ausläufer nach Nordwesten der nördlichen Frankenalb und dort ein landschaftsbeherrschender Berg, der weithin das Obermaintal beherrscht und überschaut und auch schon von Weitem selbst sichtbar ist. Kann man hier an diesen Luftbildern und Aufnahmen ganz gut erkennen. Wir haben im Grunde so etwas wie einen Zeugenberg, der sich noch über die Hochfläche des Juras dort erhebt mit seinen sehr markanten Dolomitklippen, die Sie vor allem im unteren Bild sehen können. Und im oberen Bild sehen Sie, dass das ganze Plateau stufig aufgebaut ist und das ist auch für das Weitere, was ich Ihnen erzählen will, von Bedeutung. Auch heute noch ist der Staffelberg ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Von weiter her tatsächlich in ganz Franken kommen die Leute zum Staffelberg, genießen die Aussicht, wandern dort, holen sich eine Brotzeit und die wenigsten wissen, dass das Ganze eine sehr, sehr lange Tradition hat. Hier mal ein Geländemodell, also ein Plan des Staffelbergs, in dem man diese Geografie, die ich gerade angesprochen habe, gut sehen kann. Wir haben hier außenrum das sogenannte untere Plateau, das etwa gleich hoch ist mit der Jura-Hochfläche, die sich hier anschließt. Und wir haben etwa 50 Meter davon herausgehoben, das obere Plateau, das in der Forschung, also in der archäologischen Forschung, immer wieder auch als Akropolis bezeichnet wird. Auf dieser Akropolis gibt es seit der Jungsteinzeit immer wieder Siedlungen, seit der späten Hallstattzeit dann auch erste Befestigungsanlagen und in der frühkeltischen Zeit, also im 6. und 5. Jahrhundert vor Christus, ist dort eine sehr mächtige Burg mit einer sehr ausgeprägten Toranlage und Zwingeranlage, die sich hier in diesem Bereich befunden hat, vorhanden. Das Fundmaterial dort ist sehr reich, sehr zeugt von einigem Wohlstand der dortigen Bewohner und ein Bronzegefäß aus einer nahen Kiesgrube am Main ist ein Import aus Italien und zeigt, dass auch dort einige wohlhabende Leute wohl auf dieser Burg saßen, wenn das Ganze aber auch kein Fürstensitz ist. Also diesen hohen Rang wurde auf dem Staffelberg niemals zuteil. Um 400 vor Christus geht diese Burganlage in Flammen auf und wahrscheinlich im Zuge der Keltenwanderungen wird dort die Besiedlung aufgegeben. Und erst
Ja, 150 Jahre etwa später, also Mitte bis Ende des zweiten Jahrhunderts vor Christus, kommen neue Siedler an, die von Süden her ganz Oberfranken in Besitz nehmen und schließlich auf dem Staffelberg ein Oppidum gründen. Dazu wird dann, das war zu weit. Dazu wird dann hier auf dem Gipfelplateau nochmal eine Befestigungsanlage errichtet. Dort sitzt dann der Adel. Dort oben ist Münzprägung geschehen und die einfache Bevölkerung sitzt auf dem unteren Plateau. Vor allem hier in diesem Bereich ist eine große Siedlungsfläche und der Hang wird hier mit einer Befestigungsanlage ringsrum umgeben, die man hier ganz gut sehen kann. Und jetzt schon wieder zu weit. Entschuldigung. Diesem Gelände auch noch teilweise sehr gut zu sehen. Das deutet sich hier an. Und Sie können aber auch anhand der roten Flächen sehen, dass die archäologischen Untersuchungen bisher sehr eingeschränkt sind. Was wir kennen, sind meistens Lesefundaufsammlungen oder Grabungsaufschlüsse, die im Zusammenhang mit den Befestigungsanlagen durchgeführt wurden. Und diese langen Schnitte, die hier quer durchs Oppidum führen, das sind im Grunde nur Leitungsgräben, die da beobachtet wurden. Aber man muss fairerweise sagen, mehr schlecht als recht. Trotzdem ist das Fundmaterial so entsprechend reichhaltig, dass man schon mit Fug und Recht den Staffelberg als ein Oppidum ansprechen kann, der eine Fläche von 49 Hektar umschließt. Und so ist es dann geschehen, dass im Jahr 2015 ein heimatgeschichtlich orientierter und interessierter Krimi-Autor den Landrat auf die Idee gebracht hat, man müsste mehr aus diesem keltischen Erbe machen und wie wäre es denn dort eine Toranlage des Oppidums auszugraben und wieder aufzubauen. Etwa zeitgleich hat der Landkreis Lichtenfels sich dann auch die Kelten als eines seiner Ziele auf die Fahnen geschrieben, ganz ähnlich wie jetzt in Baden-Württemberg, und hat dadurch das Ganze zum Anlass genommen, das Projekt weiter zu betreiben. 2017 wurde ich dann hinzugezogen, sollte die Stelle, wo man graben kann, verifizieren. Und das ist diese gelbe Fläche, die Sie hier sehen können. In den Jahren 2018 und 2019 wurde dann dort das Zangentor ausgegraben, das sich als weit interessanter und besser erhalten dargestellt hat, als man es jemals angenommen hätte. Und der Umfang der Baubefunde, die wir da hatten, einerseits und andererseits jetzt die Corona-Situation, die in allen Kassen das Geld knapp macht, hat dann dazu geführt, dass wir dieses Projekt erstmal auf Eis legen müssen, bis tatsächlich für die Rekonstruktion wieder Geld da ist. Ja. Die Grabungsstelle sehen Sie hier in einem Zustand vor der Ausgrabung, ein Geländemodell, bei dem Sie gut erkennen, dass ein Weg durch eine Hohlkerbe auf das Plateau hinaufführt. Sie können hier Reste der Randbefestigung des Oppidums erkennen. Hier der Weg, der im 19. Jahrhundert künstlich als Hohlweg eingegraben worden ist. Und man kann hier noch erkennen, dass sich diese Wälle, die Wallenden in die Innenfläche ein Stück weit hinein erstrecken. Und an dieser Stelle haben wir dann dieses Zangentor, das Sie jetzt schon in einer kleinen Einblendung sehen können, dort untersucht. Hier ein Luftbild von unserer Ausgrabungsfläche in einem relativ weit fortgeschrittenen Zustand. Sie können hier erkennen, als grauen Streifen, das ist der Einschnitt dieses Hohlwegs. Das ist immer noch der Schmutz des Wegs, der hier durchzieht. Hier hinten gereinigt sind dann schon die tatsächlichen Siedlungsbefunde, also die Pfostenbefunde. Das ist ein bisschen. Die Pfosten sind teilweise schon ausgenommen. Sie können die Mauern erkennen und am unteren Bildrand auch Gräbchen, die in die Profilwand hineinführen. Das sind Rückanker. Gräbchen von dem Torgebäude. Am einfachsten, denke ich mir, würde es sein, wenn ich Sie einfach über diese Grabungsfläche führe und mitnehme. Wir beginnen hier.
Wir beginnen hier an diesem Profil, ein Querschnitt durch den Wall, begeben uns dann hier entlang der Mauer, springen von dort rüber auf die andere Seite der Mauer, zurück in diesen Bereich. Dann erzähle ich Ihnen was über das Torgebäude, das architektonisch sehr interessant ist, und abschließend dann etwas über das Fundmaterial. Also zunächst hier ausgehend von diesem Tor, von diesem Profil, sehen Sie hier eine Aufnahme, bei der Sie die unteren dunkelbraunen Schichten erkennen können, die die alte Oberfläche vor Baubeginn darstellen. Und wie man es auch hier so sehen kann, ist das Gelände leicht abfallend, hangig, nach Norden, hier in diesem Bereich zu sehen. Aber in der helleren Aufschüttung können Sie durchaus erkennen, dass hier immer wieder Bänder waagrecht reinziehen, und die zeigen, dass damals selbst bei der losen Aufschüttung des Materials schon immer wieder versucht wurde, diese Erdmassen vom weiteren Abrutschen zu sichern. Und das ist schon interessant, weil wir es hier mit ganz viel Ingenieurswissen zu tun haben, an einer eigentlich ungeeigneten Stelle, wo das Tor gebaut wurde, aber trotzdem mit allen möglichen Maßnahmen der Kelten konfrontiert, die eben zeigen, dass man eben nicht nur einfach irgendwas auf die grüne Wiese ohne Planung gebaut hat, sondern ein sehr ausgefeiltes Bauwerk. Das war schon ein erster Eindruck. Und der zweite Eindruck, der auch an dieser Stelle sich gleich manifestiert hat, war, dass wir es dort mit zahlreichen kultischen Handlungen und religiösen Relikten zu tun haben werden. So beispielsweise diese eiserne Lanzenspitze, die genau hier auf der Trennschicht zwischen der alten Oberfläche und der Aufschüttung lag, genau mit der Spitze nach Osten ausgerichtet, völlig horizontal gebettet. Das ist also nicht der Verlustfund einer eingeschlafenen Wache, sondern es ist wirklich eine intentionell deponierte Waffe, die als Bauopfer anzusehen ist. Wenn wir dann von dieser Stelle weiter nach Westen gehen, uns mal die nördliche Torwange anschauen, sehen Sie hier einen Zustand, der quasi unmittelbar nach Abnahme des Humus sich darstellt. Sie können oben die Steinlagen sehen, die den Versturz der Mauer bilden, und der darunter so gelblich-weißliche Bereich, das ist tatsächlich die Eingrabung dieses Hohlwegs aus dem 19. Jahrhundert, der am westlichen Ende etwa 1,50 Meter bis 2 Meter tief ist, sich nach Osten zu in unserer Grabungsfläche aber dann zusehends verlor und am Schluss sogar gar keine Störung mehr für den Befund dargestellt hat. Wenn Sie sich diesen, in Anführungszeichen, Verhau aus Steinen mal ansehen, dann können Sie sich vorstellen, wie schwierig das war, da eine Mauer herauszufiltern. Das war aber durchaus möglich, und die war sogar relativ gut erhalten für unsere Verhältnisse. Wir haben Mauersegmente, die immerhin noch bis zu 1,20 Meter hoch waren. Im unteren Bereich sehen Sie mal eine Übersicht. Hier der rote Bereich, das sind Brandspuren aus dem Torgebäude, und das ist der erste Pfosten der Mauer, dann ein Segment. Hier wieder ein Pfostenschlitz, Mauersegment, Pfostenschlitz und so weiter. In einer sehr regelmäßigen Abfolge von etwa 2,20 Meter Mauersegmenten folgen danach immer 40 cm breite Pfostenschlitze. Und das ist ein Phänomen, diese Regelmäßigkeit, die sich ringsum bei allen Untersuchungen auf dem Staffelberg gezeigt hat und darauf hindeutet, dass man es da schon mit einem wirklichen Maßsystem, das komplett angewendet worden ist, zu tun hat. Interessant war dann beispielsweise aber auch, dass wir hier noch in diesem auch nach Westen abfallenden Gelände Fundamentierungsgräbchen vorgefunden haben, die deswegen angelegt wurden, um jedem Mauersegment eine möglichst horizontale Basis zu gewähren, wie man es hier sieht. Also die Steine verschwinden hier in diesem Gräbchen nach Osten zu. Das ist das eine. Und das andere war diese Merkwürdigkeit, dass wir bei vielen Segmenten, die noch gut erhalten waren, sehen konnten, dass wir hier eine Trennlinie haben mit einem relativ geraden Mauersockel im unteren Teil und einem überhängenden Bereich über dieser Knicklinie.
Und wenn wir uns das hier, das ist das gleiche Bild, nochmal genauer anschauen, dann können wir sehen, dass wir, wenn wir diesen oberen Teil hier abgenommen haben, im unteren Bereich sogar sehen können, dass große Steine zuunterst liegen und das Ganze dann nach oben immer kleiner wird und fast so wirkt, als wäre es ausgezwickelt. Das endet tatsächlich auf einer horizontalen Ebene und in diesem Bereich konnten dann auch noch immer wieder Ruß- und Holzkohlespuren festgestellt werden, die uns gezeigt haben, dass dieser Knick eben durch einen verbrannten, in anderen Bereichen später verfaulten Holzbalken entstanden ist, dass eben diese Mauern hier nicht nur senkrecht stehende Pfosten haben, sondern dass sie auch noch durch mehrere von Querriegeln hier miteinander verbunden und dadurch gefestigt waren. Die Rekonstruktion ist dann etwa wie folgt vorzunehmen. Wir haben also eine Geländestufe auf der Hangkante, die künstlich angelegt wurde, ist teilweise auch in den Fels reingeschlagen, etwa 1 Meter bis 1,20 Meter hoch. Darunter dann eine gräbchenartige Struktur mit Vertiefungen in den Pfostenlöchern, wo dann hier diese Pfosten eingelassen sind. Und dazwischen etwa im Abstand von jeweils einem halben Meter nach oben so eingezogene Querbalken und auf etwa gleicher Höhe nach hinten Rückanker in die Wallschichten hinein. Und sicher nachgewiesen ist auch, dass alles zugehauene, kantige Hölzer waren und es sich nicht um einfache Rundstämme, die man wenig bearbeitet hat, gehandelt hat. Interessant ist nun, dass man diese Bauweise durchaus westlich des Rheins kennt. Ich habe hier mal ein paar Beispiele aus dem Elsass, aus der Pfalz am Donnersberg oder hier aus der Schweiz am Montvigny. Und Tatsache ist es tatsächlich, dass wir den Staffelberg, den ersten Nachweis dieser Bauweise östlich des Rheins haben. Es steht aber zu vermuten, dass das im Grunde jetzt auch mal der Grabungstechnik geschuldet ist. Denn wenn man viele Ausgrabungen, ältere Ausgrabungen im Bereich von spätlatenzeitlichen Befestigungen kennt, dann weiß man, dass sehr oft die schrägen, überhängenden Mauerteile einfach abgebaut wurden und man erst die Mauer dokumentiert und erhalten hat, wenn sie senkrechte Fronten hatte. Und wir sind von dieser Konzeption weggegangen. Das kann man besonders hier drüben sehen. Das ist jetzt auf die andere Seite gesprungen, das heißt die südliche Torwange. Auch hier wieder im ersten Zustand dieser Steinverhau, hier unten drunter der Eingriff des Hohlwegs. Und hier deutet sich bei der Abnahme des Steinmaterials dann schon an, dass wir es auch wieder mit stark überhängenden Mauersegmenten in die Fläche hinein zu tun hatten. Und das ist etwas, was hier überall tatsächlich zu beobachten war. Und Sie sehen hier nochmal ein Beispiel unserer Dokumentationsmethodik. Das Ganze ist dreidimensional auch dokumentiert worden, um später alle Bereiche, die man mit einer herkömmlichen Dokumentation hier nicht nachverfolgen und sich anschauen könnte, hier auch später nochmal zugänglich zu haben. Also das ist ein Werkzeug, das sich hier sehr bewährt hat. Ansonsten hier die gleiche Situation nochmal in einer Ansicht fotografiert und Sie können hier erkennen, dass es eben nur möglich war, diese Mauern zu erhalten, weil wir hier die obersten Bereiche von der Trockenmauer durch Blitzzement in eine Mörtelmauer umgewandelt haben. Und wir haben dann zusätzlich noch diese überhängenden Segmente mit Stahlseilen nach hinten angehängt, sodass es hier eine Sicherung dieser Teile gab. Aber auch hier können Sie sehen, sind diese auffälligen Fugen durchaus zu beobachten. Dass es durchaus nötig war, diesen Aufwand zu betreiben, das zeigt zum Beispiel dieses Segment, das sich hier hinten verbirgt, nachdem hier eine zweite Ausbesserungsphase abgenommen worden ist, haben wir eine Mauer, die bei einer Höhe von 1,20 Meter auch 1,20 Meter überhängt. Das heißt, die liegt im 45-Grad-Winkel nach vorne in die Torgasse hinein und anders hätte man die wirklich nicht dokumentieren können. Da bin ich dann auch meinen Mitarbeitern für den Einsatz dankbar. Das hätte nicht jeder gemacht, sich darunter zu trauen und die Steine freizuräumen. Hier mal ein Beispiel für eine der Pfostengruben.
in der man auch wieder das Typische sieht, ein Pfostenschlitz, hier die Kanten der Steinmauern links und rechts, eine Grube von etwa 1,20 Meter bis 1,40 Meter Durchmesser und eine Pfostenstandspur, die sich hier nach unten bis zur Sohle abzeichnet, aber anders als man es gewöhnt ist, nicht als dunkle, humose Verfärbung, sondern als weiße Ausfällung von Kalk, die dadurch zustande kommt, dass hier die Gerbsäure in den Eichenhölzern mit dem Kalk in den Stein und im Boden reagiert hat und dadurch eben diese auffällig anders gefärbten Pfostenstandspuren produziert hat. Über diese Standspuren lässt sich dann auch zeigen, dass auch diese Hölzer kantig zugebeilt waren tatsächlich. Im gleichen Areal, das ich Ihnen gerade gezeigt habe, hier mal eine Ansicht von Osten nach Westen nach Abnahme der Mauer. Sie sehen hier die Pfostengruben, bei denen auch eine Zweiphasigkeit zu erkennen ist und hier ein größeres geflecktes Areal, das sich hier oben auch widerspiegelt und sich deutlich von dem unterscheidet, was wir hier haben, wo mehr Steine und lockeres Material vorhanden ist. Und das ist tatsächlich ein Bereich, der in keltischer Zeit bei den Bauarbeiten wohl als sehr locker aus Steinen bestehend angetroffen worden ist und nicht geeignet war, um darauf eine Mauer zu stellen und auch nicht mit Wagen das Ganze zu befahren. Deswegen wurde es von den Kelten komplett ausgehoben und mit einem bindigen Material aufgefüllt, um darauf eben all das machen zu können, was sie gebraucht haben. Und dieses bindige Material wurde hier an dieser Stufe gewonnen. Die ist nämlich nicht grabungsbedingt durch uns, sondern hier ist es tatsächlich die keltische Baugrube freigelegt. Das heißt, hier oben ist die keltische Oberfläche, dieses braune Material, und hier diese Wand ist eben von den Kelten angelegt. Und ich hoffe, man kann es hier einigermaßen erkennen. Wir haben hier die Wand so weit freigelegt, dass hier tatsächlich auch noch Werkzeugspuren zu erkennen waren von den Hacken. Und die sind so angeordnet, dass man sehen kann, dass hier zu zweit gearbeitet wurde und jeweils einer von links und einer von rechts sich an dieser Hangkante entlang gehackt hat und das Material dann weggeschafft wurde. Also das gehört zu diesen sehr guten Erhaltungsbedingungen, die wir hier vorgefunden haben. Ein ungewolltes Beiwerk, sage ich mal, war es dann, dass wir hier in dieser Ecke, das ist dieser Ausschnitt, auf den Kopf gestellt, und hier in diesem Streifen, das zeigt dieses Bild hier unten, dann die Spuren eines älteren Weges gefunden haben, der künstlich angelegt war. Man hat hier einen Felsen auch mit der Hacke abgearbeitet, hat Steine als Schotterpackung aufgeführt, in diesem Bereich auch zweimal erneuert. Und hier kann man auch diese Kante gut erkennen. Und Sie sehen auch, dass hier oben drüber eine Humusschicht führt, also eine Bodenbildung. Und ein Fund aus der Nähe ist diese kleine Vogelkopffibel, die ins 5. Jahrhundert vor Christus gehört und uns eben sehr plausibel macht, dass dieser Weg wohl aus dem 5. Jahrhundert stammt, dann nach dem Wüstfallen der Siedlung vergessen wurde, mit einer Bodenbildung überdeckt worden ist und dann schon von den Kelten, die das Oppidumstor gebaut haben, nicht mehr zu sehen und zu erkennen war. Denn hier, die Mauer schneidet diesen Weg ab. Das ist jetzt vielleicht, wenn es in einer Siedlung wäre, nicht so erstaunlich, aber man muss sich vergegenwärtigen, dass zur Zeitpunkt des Baus dieses Weges dieser Weg außerhalb der eigentlichen Siedlung lag. Im 5. Jahrhundert ist eben nur das obere Plateau befestigt und besiedelt und wir befinden uns hier einige hundert Meter außerhalb. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass wir es damals im 5. Jahrhundert schon mit einer relativ mächtigen Elite zu tun haben. Aber das ist nur ein Nebenschauplatz. Kommen wir hier zurück auf den Grabungsplan. Hier können Sie eben nochmal die Pfosten der Pfostenschlitzmauer erkennen. Und hier in diesem Bereich das große Torgebäude, auf das ich jetzt zu sprechen kommen möchte, hier mal in einem Luftbild, wo Gräbchen und Pfosten schon ausgenommen sind. Wir haben hier ein Bauwerk, das eine lichte Weite von 7,10 Meter hat.
eine Länge von 9,20 Meter. Und Sie können es erkennen, das Ganze ist in zwei Schiffe geteilt. Das heißt, wir haben eine Teilung in zwei Fahrbahnen, wahrscheinlich auch Richtungsfahrbahnen. Und das Ganze hat aber noch ein paar Besonderheiten. So zum Beispiel haben wir hier jeweils diese drei kleinen Pfostenlöcher innerhalb des Oppidums und außerhalb. Hier ist eins. Dieses fehlt leider durch den Hohlweg. Diese Pfosten waren aber zur Bestehenszeit des Torgebäudes nicht mehr sichtbar. Die waren mit der Fahrbahnschüttung überdeckt. Das heißt, wir haben es hier entweder mit etwas zu tun, was sowas wie ein Baugerüst für das Gebäude war, oder vielleicht etwas, das mit dem Abstecken der Baustelle vielleicht auch im rituellen Sinn zu tun hat. Denn die Mittelpunkte dieser Pfosten sind genau mit dieser Linie, diese Gräbchen hier begrenzen, identisch. Und in diesen Pfosten, in kleinen, fanden sich auch relativ großstückige Holzteile, die wir sonst nirgends, Holzkohleteile, die wir sonst nirgends hatten und dafür sprechen, dass es irgendwelche Dinge gab, die mit Brand zu tun hatten. Also es könnte durchaus auch was Rituelles gewesen sein. Ansonsten haben wir hier auch wieder sehr große Pfostengruben mit bis zu 1,40 Meter Durchmesser, 1,20 Meter Tiefe von der alten Oberfläche ausgerechnet. Und Sie können es eben erkennen, dass wir hier eben ein System aus Pfosten, aus Gräbchen haben, das eben ganz besonders war, das ich Ihnen nochmal im Detail zeigen möchte. Denn hier ist ein früherer Grabungszustand und auch nur der Ostteil des Gebäudes, also die östliche Hälfte. Sie können hier sehen, dass als erstes diese Pfostengruben, die großen Pfostengruben, ausgehoben worden sind. Dann hat man die Seitenwände mit Gräbchen verbunden und in der Mittelachse einen neuen zusätzlichen Pfosten, der etwas kleiner ist, eingegraben. In diese großen Pfostengruben hat man dann Kanthölzer, zugebeilte Pfosten gestellt, die sehr mächtig waren einerseits. Also wir haben hier Pfosten, die bis zu 65 cm dick waren, meistens aber 50 cm wie diese hier. Und das ganz Besondere und Auffällige, sie sind nicht parallel zur Fahrbahn eingestellt, sondern um 45 Grad verdreht. Das ist eine Bauweise, die mir aus der Vorgeschichte und auch aus jüngeren Perioden völlig unbekannt ist und die schon zu einigen Aufsehen auch geführt hat, ist aber sicher durch die Standspuren nachgewiesen. Also wir können hier zum Beispiel unten ganz gut erkennen, dass die ausgebrannten Pfostenreste hier genau diese Dreiecke zeigen. Und auch hier dieser Steinbesatz, der hier reingerutscht ist in die Pfosten, zeigt genau diese Viereckform. Und damit noch nicht genug. Dann hat man jeweils in die Zwischenwände zwischen den äußeren Pfosten jeweils drei weitere Pfosten eingesetzt, aber die dann in paralleler Ausrichtung wieder zur Wand und zur Fahrbahn. Also ein sehr auffälliges Bauwerk. Und wenn man das Ganze jetzt mal schaut, wie es im statischen Schema aussieht, ist das Ganze noch interessanter, denn wir haben hier mal dieses Grundgerüst aus den stehenden und verdrehten Pfosten. Und wenn man die auf die einfachstmögliche Zimmermannsverbindung, Zimmertechnik verbindet, wird zunächst mal eine sternartige Konstruktion, die man hier angedeutet hat, eingezogen und dann mit auch die Mittelachsen eben verbunden. Dann werden die Hölzer wieder mit dieser rautenförmigen Konstruktion verbunden. Es gibt hier zusätzliche Kreuzungspunkte. Und das Ganze ist deswegen noch besonders stabil, weil wir eben keine oder relativ wenige rechte Winkel haben, sondern sehr viele Kraftdreiecke. Also das Gebäude ist schon allein abgesehen von den Ausmaßen, die die Hölzer dort hatten, also wie gesagt 65 cm, das hat ihre Waschmaschine im Durchmesser, um sich das mal vorzustellen. Wird hier eben nochmal durch diese statische Ausgestaltung hervorgehoben und nochmal betont. Und das ist ein Bauwerk, das an sich hier wahrscheinlich hätte fast ewig stehen können.
Dann am Schluss wurden nochmal diese Pfosten auf den Seitenwänden eingeführt und auch hier, das ist noch nicht dargestellt, gab es dann diese Gitterung mit jeweils durchgezogenen Querriegeln, wie wir es schon bei der Mauer in der Torgasse gesehen haben. Hier mal den Befund nochmal gezeigt, hier eine Wand im Bereich des Torhauses. Sie können die engen Pfostenschlitze sehen, meistens oder vielfach sind die Pfosten sogar Pfostenschlitze breiter als die Mauersegmente dazwischen. Hier mal ein Blick in diese Pfostengrube, die hier ausgenommen ist, also ganz ähnlich, wie Sie schon kennen. Und auch hier können Sie sehen, dass die obersten Lagen nach innen in die Fahrbahn gekippt sind. Aber zusätzlich kann man hier noch einen dunklen Streifen erkennen. Und hier sind diese freigelegt und wir sehen sehr deutlich Holzkohlebänder, die sich hier durchziehen. Das heißt also auch hier, in diesem Bereich auch gut zu erkennen, haben wir sehr klar Querriegel, die diese gitterartige Fachwerkkonstruktion dort ausmachen. Und wir haben an einer Stelle sogar nachweisen können, hier durch diese beiden Stücke, dass diese Querriegel in die stehenden Pfosten eingezapft waren. Also das ist für einen Archäologen schon fast das höchste der Gefühle in der Vorgeschichte. Ich habe erwähnt, das Ganze war statisch sehr hochwertig, allein wenn es schon nur dieses Bauwerk wäre. Aber man hat das Ganze noch weitergeführt und hat auch dieses Bauwerk nach hinten verankert in diese Gräbchen hinein, die Sie hier sehen können. Dort haben auch von diesem Gitterfachwerk in die hinteren Bereiche hinein die Holzbalken geführt bis zu 7 Meter Länge. Wir können das hier nochmal genauer sehen. Und Sie können jetzt sagen, ja, die sind doch relativ breit. Woher will er denn wissen, wie die genau eingelegt waren? Dazu haben wir hier diese Spur. Bei der handelt es sich diesmal nicht um ausgefallenen Kalk, sondern um Dolomitasche, also einen Staub, der entsteht, wenn man diese Dolomitsteine, die da vor Ort liegen, bearbeitet. Und das ist dort offensichtlich geschehen, als das Balkengitter noch offen lag. Der Staub ist auf die Balken gefallen, teilweise heruntergerieselt und hat dann diese geraden Kanten geliefert, mit denen man dann in der dunklen Verfärbung genau visieren kann, auf welches Holz denn diese Rückanker gezielt haben. Und wir wissen auch, dass das nicht die unterste Lage die einzige Lage war, sondern hier auf dieser Steinpackung, die hier oben noch folgt und die sich hier im Planum nochmal abzeichnet mit diesen Auszipfelungen, lag die zweite Lage. Und die hatte ganz einfach den Sinn, die lockere Erde in den Gräbchen, die sich da noch setzen würde, zu stabilisieren, sodass dann das statische Gleichgewicht des Bauwerks durch nachsackende Balken nicht gefährdet würde. Und Sie können hier dann auch noch diese Reihe aus großen Dolomitblöcken sehen, die uns zunächst sehr rätselhaft war, sich vom oberen Planer bis zum untersten Bereich tatsächlich hat hier nachverfolgen können, hier in verschiedenen Ansichten. Und das ist eben offensichtlich so eine Art Mauer aus ganz groben, teilweise sehr schweren Blöcken, die konnte man zu viert nicht wirklich bewegen. Einerseits und andererseits eine Trennung des dieses Auffüllungsmaterials. Also wir haben hier immer im Bereich hinter dem Torhaus dieses dunkle Material und auf dieser Seite daneben das helle Material. Das zieht sich durch. Und diese Steine konnte man auch auf der Nordseite in Resten nachweisen. Und die sind der Beleg dafür, dass dieses Torgebäude zunächst als Einzelbau hingestellt wurde. Und man hat diese Steine aufgeschichtet, damit die Erde, die man auf die Rückanker schüttet, nicht abfließen konnte. Und erst als dieses ganze Bauwerk fertig war, hat man tatsächlich die Mauer, die Stadtmauer, an das Tor herangeführt. Wir haben interessanterweise auch hier neben diesen dieser Steinreihe eine Feuerstelle finden können, wo man sicherlich Nahrung zubereitet hat. Und diese dunkle Verfüllung war voll mit Tierknochen, die sicherlich auch die Speisereste der Arbeiter da waren und möglichst schnell und unkompliziert da entsorgt worden sind.
Und damit sind wir schon bei den Details, die sehr zahlreich sind, die ich Ihnen wirklich nicht alle zeigen kann und Sie auch nicht damit langweilen möchte, aber ein paar Sachen sind schon sehr interessant. Wir haben beispielsweise hier die Stelle, wo man nachweisen kann, wo die Kelten eine Art Schalbrett aufgestellt haben, um zunächst mal zu verhindern, dass hangaufwärts aufgefüllte Erde abrutschen kann. Das ist dieses dunkle Material. Und später haben wir dann eben Helles dagegen geschüttet und als das Brett vergangen war, hat dieser scharfe Übergang sich sehr erhalten. Wir haben auch hier zahlreiche Werkzeugspuren. Hier sind es jetzt mal Spatenspuren im Bereich der Gräbchen. Und eine der großen Besonderheiten haben wir hier eine Fußspur. Das ist ein rechter Fuß, bei dem hier sogar noch der Matsch zu sehen war, der sich unter den Zehen herausgedrückt hat. Und es gibt auch einen Abdruck des linken Fußes, der hier noch dazugehört, der aber schlecht erhalten ist, weil er auf einem Stein teilweise sich befand. Und wenn jemand fragt, das war tatsächlich Schuhgröße 43. Dann eine Besonderheit, die ich auch nicht ganz unerwähnt lassen kann, ist hier der Brandschutt, der sich im Torgebäude selber fand. Sie sehen hier in der Mitte wieder diese stetig abnehmende Störung durch den Hohlweg, aber hier links und rechts davon diese deutlichen Brandspuren, die haben zunächst wenig Sinn ergeben, dann aber umso mehr, weil wir dort aufgereiht Nägel finden konnten, die von innen gegen irgendwas geschlagen worden sein mussten, teilweise noch wirklich mit der Spitze nach oben dastanden. Und wir haben immer wieder brettartige Strukturen, die parallel zu diesen Wänden lagen, aber auf beiden Seiten auf dieser Höhe endeten. Und wenn man das nach vorne rechnet, bis dorthin, wo das Torgebäude beginnt, sind es 5,20 Meter, bleiben wir bei rund 5 Metern. Ich bin davon überzeugt, dass wir es hier mit den nach hinten in das Tor umgeklappten Torflügeln zu tun haben. So dass wir über diese umgeklappten Torflügel auch sagen können, tatsächlich wie hoch die Durchfahrtshöhe war und damit auch wie hoch die Mauer in der Torgasse war. Und das ist vor allem deswegen interessant, weil die bisherigen Rekonstruktionen für die Mauerhöhe auf dem Staffelberg von nur 3 Metern ausgehen, aufgrund von allgemeinen Überlegungen. Wir können aber jetzt ziemlich sicher diese 5 Meter belegen. Und zu den vielen Funden kommen im der Torgasse auf gleicher Höhe noch links und rechts jeweils diese Lanzenschuhe, die Sie hier sehen können, sodass wir sogar einigermaßen sicher sagen können, wo die Wachen bevorzugt im Torgebäude sich aufgehalten haben. Aus dem Ganzen, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, haben wir dann diese Rekonstruktion mehr oder weniger erstellen können, die eben ein sehr massives Holzgebäude zeigt. Massiv allein schon deshalb, weil man sich vorstellen muss, dass einer von diesen 4 Torflügeln, die da sicher vorhanden waren, etwa 600 Kilo gewogen hat. Bei dieser Rekonstruktion, die von nur einem Stockwerk hier ausgeht, über der Torgasse, haben wir dann bei der Giebelhöhe eine Höhe von etwa 12,50 Meter. Und ich persönlich bin sogar der Meinung, dass wahrscheinlich noch ein weiteres Stockwerk vorhanden war und gehe von der ja wirklich turmartigen Konstruktion mit 15 Metern sogar aus. Was man aber auch sehen kann, ist eben diese fachwerkartige Konstruktion der Pfostenschlitzmauer und die starke der starke Holzdurchsatz im Bereich der Wallhinterschüttung, also diese Verankerungen. Auch diese Balken, die bis zu 7 Meter lang eben sind, waren alle kantig zugehauen, soweit wir das nachweisen können, aber niemals sichtbar, weil sie eben mit Erde überschüttet waren. Also das ist ein gigantischer Aufwand, der hier allein in diesem Torbereich war und sich dann auf 3 Kilometer in ähnlicher Weise um das Oppidum gezogen hat. Hier mal der neueste grafische Ansatz, die Umsetzung dieses Gebäudes, wo ich noch 2 weitere Details ganz kurz erwähnen möchte. Wir haben Hinweise darauf, dass es Hölzer gab, die mit Eisenblech beschlagen waren, mit einem dünnen Eisenblech. Und meiner Meinung nach kommt dafür auch am ehesten die Torflügel natürlich.
in Betracht, weil die zeigen können, dass wir es hier mit einem Bauwerk zu tun haben, wo reiche Leute sitzen, die sich das leisten können einerseits, andererseits aber auch die Brandgefahr minimiert. Und dann haben wir hier noch die Besonderheit, dass wir einen Weg haben, einen befestigten Weg aus Steinen, der aber nur auf der südlichen Hälfte des Tors durchführt, sich hinter dem Tor verbreitert und dann auf voller Wegbreite weiter ins Oppidum führt. Im Torgebäude selbst, die nördliche Hälfte, ist absichtlich also ohne Steinschüttung. Da hat man Erde stattdessen aufgeschüttet und auch Erde, die hier herausführt. Das ist was ich noch nicht wirklich erklären kann, aber finde das schon bemerkenswert genug. Kommen wir dann zu den Funden. Die sind auch interessant. Da möchte ich aber nur eine kleine Auswahl zeigen. Fangen wir hier mit Besonderheiten an. Wir haben hier ein Ortband, also den unteren Abschluss einer Schwertscheide, wie wir es hier sehen können. Und von solchen Schwertscheiden dieses Typs haben wir hier mehrere Fragmente. Insgesamt dürften es mindestens 3 Schwerter sein, die allerdings die Besonderheit haben, dass sie nicht von irgendwelchen Kampfhandlungen herrühren im Zusammenhang mit dem Untergang des Oppidums, sondern das waren damals schon Antiquitäten, die stammen aus dem 3. Jahrhundert vor Christus und waren da wahrscheinlich wie Trophäen an der Wand aufgehängt. Wir haben die auch ganz nah an der Wand als Fragmente finden können. Ansonsten, ich habe es erwähnt, haben wir üblichen Siedlungsschutt, der eben einerseits von den Bauarbeitern stammt, also hier diese Tierknochen, ein Rinderunterkiefer beispielsweise, ein Graphittontopf, ein Eisenmesser, also übliche Dinge, die man in der Siedlung durchaus erwartet. Dann haben wir diese 4 Kleinsilbermünzen, ist jetzt an so einem Weg auch nicht unbedingt was, in der keltischen Siedlung auch nicht unbedingt was ganz Besonderes. Auffällig wenig Bronze, also das ist unser einziger vernünftiger Bronzefund, der Rest eines Spiralarmrings und ein kleiner Fitzel, muss man sagen, eines Glasarmrings, der dazu passt, dass man auf dem Staffelberg sehr wenige Glasarmringe kennt. Im Gegensatz dazu haben wir aber diesen eisernen Siegelring, der einmal eine Einlage aus Bernstein oder Glas hatte und aus Italien importiert war und ein Objekt, das bei der keltischen Nobilität der Spätlatinzeit sehr beliebt war. Und dem Archäologen freut es dann immer, dass wir eine sehr umfangreiche Fibelserie haben, die eben im 2. Jahrhundert beginnt mit der Gründung des Oppidums, über die Bauzeit der Anlage des Tores führt bis in die Spätlatenzeit hinein oder in die späteste Latenzeit, als das Oppidum in der Zeit etwa um 40 vor Christus aufgegeben wurde. Und aus dieser letzten Nutzung und Zerstörungsschicht stammen dann tatsächlich auch diese jüngsten Fibeln. Also das passt sehr gut. Dann haben wir aber auch, und ich habe es am Eingang schon erwähnt, rituelle Befunde, die ich noch ergänzen möchte. Wir haben hier 2 Kenotaphe, die sich in der Torgasse unter der Fahrbahn befanden, und zwar hier unmittelbar unterhalb der Mauer auf der Nordseite und entsprechend im Süden an gleicher Position, auch auf so einer Nord-Süd-Achse, auch von der Ausrichtung der Befunde Nord-Süd ausgerichtet. Und vielleicht gab es hier in der Störung des Hohlwegs sogar ein weiteres, das können wir leider nicht sagen. Hier ist der nördliche. Wir haben hier eine besondere Grubenform, die ist ein bisschen so wie ein Sarg, wenn man will. An der Südseite etwas schmaler, im Norden breiter und gerundet, ansonsten Längsseiten. Und im Norden noch gut zu sehen diese Steinreihe, die hier gerade abschließt. Und darin befanden sich noch diese 2 Nägel. Und ich gehe davon aus, dass man es hier mit einer Holzkiste, einem Sarg, wenn man so will, zu tun haben, der hier reingesetzt war und durch diesen Steinriegel hier verkeilt war. In nächster Nähe haben wir hier diese Miniaturfibel der Spätlatenzeit gefunden, die der Größe nach von einem Kind stammen muss. Und das würde eben auch zur Größe des Befunds passen. Sie sehen, das ist jetzt hier wirklich nur 1 Meter. Und der ist hier schlecht zu erkennen. Wir haben Hinweise darauf, dass das Ganze später durchwühlt wurde. Noch deutlicher sieht man das hier an dem südlichen Befund, der die gleiche Struktur hat, in dem sich aber nichts mehr fand.
Und durch die Zusammenhänge, die ich jetzt wirklich nicht im Detail erklären kann, ist es aber sicher, dass diese beiden Befunde angelegt wurden, als der Bauplatz ausgesteckt war oder das gerade zu bauen begonnen worden ist. Und ich gehe davon aus, dass man hier Kinder tatsächlich begraben hat. Wir haben in unserem Fundmaterial auch geringe Reste von juvenilen Knochenfragmenten ganz in der Nähe hier gefunden, die ich da zuordnen möchte. Und ich gehe davon aus, dass man diese Bauopfer wieder entnommen hat, als dieses Tor aufgegeben wurde, also als wahrscheinlich das ganze Oppidum aufgegeben worden ist. Man hat also offensichtlich nach über 70 Jahren Bestehenszeit noch gewusst, wo diese Gräber angelegt waren, hat sie gezielt ausgegraben und die Skelettreste und Funde, was halt dazugehörte, entnommen und einen Teil eben dabei verloren. Und das passt aber zum Befund, dass eben das Oppidum nicht kriegerisch zerstört wurde, sondern sehr wahrscheinlich von den Bewohnern aufgegeben und in Brand gesteckt worden ist. Und abgesehen davon haben wir dann natürlich noch das, weshalb Sie hier sind. Wir haben sehr viele Fragmente von menschlichen Schädeln finden können. Es sind über 70, die zu insgesamt etwa 30 Individuen zu ergänzen sind. Meistens sind sie sehr klein fragmentiert. Hier sind schon ein paar bessere Objekte. Sie sehen hier mal diese Unterkiefer. Dann haben wir hier Kalottenfragmente und Teile. Und hier mal von unten quasi in die Augenhöhlen hineingeschaut. Das sind so die besseren Stücke. Ansonsten noch weitere Fragmente, die sich relativ gut bestimmen ließen. Es handelt sich meistens um Schädelfragmente von männlichen, adulten Individuen, teilweise in einem relativ schlechten Zustand. Das heißt, hier hat man auch Zahnkronen, die abgeschlagen waren, intentionell. Aber ansonsten ist es etwas schwierig, dem Ganzen weiterzufolgen. Interessant ist aber jetzt vor allem die Verteilung dieser Menschenknochen. Das sind hier diese roten Punkte. Und die sind immer im genauen Bereich vor den Pfostenschlitzen gefunden worden, also immer in diesem Abstand. Oft war es tatsächlich so, dass wenn wir im Steinschutt gegraben und nach dem Pfosten gesucht haben, dann gemerkt haben, wenn jetzt die Schädelknochen auftauchen, sind wir in der Nähe des Pfostens und wissen, wo wir dann gleich hin müssen. Und wir können vor allem im Bereich des Torgebäudes selbst eine Massierung feststellen, die wir hier eben haben. Und das deutet schon darauf hin, dass diese menschlichen Schädel irgendwie an der Wand, an den Pfostenschlitzen, an dem Pfosten befestigt gewesen sein müssen. Vermutlich als Trophäen oder ähnliches. Aber es ist nicht ganz klar, was das da soll, denn die Zahl ist sehr auffällig. Also 30 Individuen, das findet man normalerweise nur in irgendeinem keltischen Heiligtum. Das ist es ja sicherlich nicht. Und da muss man sich dann schon fragen, was steckt dann da dahinter? Und da ist es tatsächlich so, dass offensichtlich dieser keltische Schädelkult oder Trophäenkult schon in der Antike immer wieder von Autoren bemerkt worden ist. Natürlich dann auch mehr oder weniger, weil es eine ethnografische Besonderheit war, immer mit den Kelten in Verbindung gebracht wurde. Und dann gibt es ja diese berühmten Zitate, die ich hier mal zusammengestellt habe, dass man eben bei Diodorus Siculus feststellt, dass den gefallenen Feinden die Köpfe abgeschlagen wurde und an die Pferde gehängt wurde und zu Hause wurden sie dann an die Türen genagelt. Woanders steht ein ähnliches Zitat, wo es dann heißt, sie wurden an die Tempeleingänge genagelt. Eins der Zitate, das am weitesten, nämlich ins 3. Jahrhundert zurückführt, ist hier das von Titus Livius, das eben Ähnliches sagt und dass eben auch diesen getöteten Konsuln damals die Köpfe abgeschlagen wurden und die wurden dann in den heiligsten Tempel gebracht und dort zu einem Schädelbecher umgearbeitet. Das hat also schon in der Antike fasziniert oder abgeschreckt. Jemand will, das ist wahrscheinlich ein bisschen auch so dieser Grusel, den man gerne sucht. Und dann auch, sobald man ab der Renaissance wieder die alten Schriften entdeckt hat, gleich auch wieder zu ersten
Bemerkungen geführt hat in diesem Zusammenhang. Und hier diese Zeichnung aus dem 17. Jahrhundert zeigt eben auch wieder einen, wie man sich einen Kelten damals, einen Pikten vorstellte, der eben einen abgeschlagenen Kopf bei sich trägt. Dieses Phänomen ist natürlich bis heute immer wieder gerne auch illustriert, hier mal in diesen Beispielen. Und es ist natürlich dann schon die Frage, was hinter diesem Schädelkult steckt. Ist es allein die Trophäe, die man da hat? Oder was kann man damit noch verbinden? Dieses Zitat, das wir hier nochmal sehen, zeigt, dass mehr dahinter stecken musste, weil hier auch Diodorus beschreibt, dass die Köpfe von den wichtigsten Gegnern, die man hatte, sorgfältig aufbewahrt, einbalsamiert wurden und nicht irgendwie verschenkt oder vergeben worden sind und das quasi regelrecht eine Beleidigung dargestellt hätte, die herzugeben. Also da sind auch durchaus andere Beweggründe drin, die sicherlich von den antiken Autoren in ihrer Tragweite nicht vollständig verstanden wurden. Und auch wir tun uns natürlich heute schwer, das Ganze zu verstehen. Aber ich will mal versuchen, mich da ein bisschen anzunähern. Und zwar ist es tatsächlich so, dass ja in der ganzen Vorgeschichte immer wieder mal Schädel, menschliche Schädel auftauchen, die irgendwie besonders behandelt wurden, die abgetrennt irgendwo aufgehoben oder ansonsten was durchlocht und so weiter wurden. Das ist ein Phänomen, wie gesagt, das immer wieder vorkommt, aber nicht sehr regelmäßig. Und erst im 5. Jahrhundert vor Christus beginnt sich dieser Kopfkult wirklich stark herauszukristallisieren. Und da gibt es dann verschiedene Dinge, die dann sehr eng mit der Lateinkultur eben in Zusammenhang stehen. Ein Beispiel sind die sogenannten Maskenfibeln, die in sehr hochwertigen Bestattungen lagen, das heißt in Bestattungen der Oberschicht und eigentlich auch nur dort. In den einfachen Gräbern hat man meistens Vogelkopffibeln, also einen anderen Typ, auch eben ohne diese menschlichen Züge. Und die können in seltenen Fällen, wie wir es hier in Blieskastel haben, mal wirklich sehr detailgetreu und naturalistisch sein. Häufig sind die aber eher fratzen- und maskenhaft und haben fast schon einen apotropäischen oder abschreckenden Charakter. Also da scheint auch diese Vorstellungswelt hineinzuspielen. Es gibt aber auch dann im 5. Jahrhundert vermehrt Hinweise darauf, dass man echte menschliche Schädel sonderbehandelt hat. Also es gibt zum Beispiel von der Heuneburg aus dem 5. Jahrhundert Schädelfragmente, die ja hier auch ausgestellt sind mit Durchlochung, wo man als Amulette getragen hat. Von der Achwalm bei Tübingen haben wir auch den ersten Hinweis, dass dort ein Schädel irgendwo angenagelt gewesen sein muss. Und vor allem in Nordostbayern und in den östlich anschließenden Räumen, Böhmen, Mähren bis nach Österreich hinein gibt es dann die sogenannten Trepanationsscheiben, die bei einer Trepanation, also bei einer Schädelöffnung hier gewonnen wurden. Das ist ein Phänomen, das man bis in die Unnenfelder Zeit nachverfolgen kann mit sehr wenigen Exemplaren, wie diesen hier oben, die sind kenntlich durch die vielen Löcher. Und in der Frühlatenzeit sind es dann immer diese runden Scheiben mit drei Löchern, die mit einem ganz bestimmten System, das man da noch sehen kann, geschnürt waren und am Hals getragen wurden als Amulette. Warum, kann man nicht sagen. Aber die waren so beliebt, dass man diese echten menschlichen Knochenscheiben sogar durch tönerne Nachahmungen ersetzt hat. Also diese Exemplare hier, die 3, 4 und 5, die sind solche Objekte in Ton nachgeahmt. Also da ist dann aus diesem echten menschlichen Schädel und die Amulettbedeutung, die hatte irgendwas in dieses Tonamulett übertragbar gewesen. Diese ganze frühe Kopfsymbolik endet dann mit den Keltenwanderungen für uns zunächst mal. Und in der Zeit der Wanderungen verselbstständigt sich dann diese Kopfsymbolik zum gewissen Teil. Und wir haben dann ein Phänomen, dass diese Köpfe überall auftauchen. Also hier zum Beispiel von einer weiblichen Gürtelkette haben wir hier so einen abgeschnittenen Kopf. Wir haben hier Beispiele aus Manching. Ein Beschlag, wahrscheinlich von einem Wagen, hier von einem Axtnagel ein Kopf und hier ein Aufsatz, wahrscheinlich von einem Dolch oder einem
Schwertknauf, also unterschiedlichste Dinge, die hier mit Kopfsymbolik verziert werden und zeigen, dass man es offensichtlich wirklich dann so weit gebracht hat, dass der Kopf an sich eine Bedeutung erlangt hat bei den Kelten, die eben rein über die Trophäe hinausgeht und vielleicht ein abschreckendes Symbol, vielleicht aber auch im Bereich des Ahnen- oder Heroenkultes zu suchen ist. Etwas älter nochmal, aber auch in der Mittellatenzeit und später noch verbreitet sind dann die sogenannten Tête Coupée. Das sind Darstellungen, entweder sehr plastisch ausgeführt, wie hier, oder auch ganz einfach nur Ritzungen mit wirklich sehr rudimentären Linien, nur zu erkennen, um was es geht, die abgeschnittene Köpfe zeigen. Sehr häufig, wie hier, tatsächlich auch geschlossene Augen, hängende Mundwinkel, also ganz offensichtlich einen Toten wiedergebend. Manchmal auch tatsächlich, wie hier in Entremont, so gestapelt. Und hier ist dann wirklich auch die Frage, ob das tatsächlich Ahnen sein sollten oder ob es irgendwelche anderen Bedeutungen haben kann, wie etwa ein Siegeszeichen über einen unterlegenen Gegner. Die Bedeutung, die noch dazu kommt in dieser Zeit, sind dann die Möglichkeit, dass es sich um Götterdarstellungen handeln könnte. Und da weisen dann Funde wie hier im Schätzke Serowice hin, die mit einem Torques, also einem keltischen Halsring, dargestellt sind, der in der Symbolik dieser Zeit als ein Symbol der göttlichen Macht wohl gilt. Wir haben ja hier in der Ausstellung eben den Ring von Trichtingen, der eben auch keinem normalen Menschen gehört hat. Und auch die Darstellungen auf dem Gundestrup-Kessel zeigen immer die Götter mit diesem Torquist. Also kommt hier die Möglichkeit der Darstellung eines Gottes noch hinzu. Es findet sich aber auch auf keltischen Münzen, hier beispielsweise die berühmten Dubnorix-Münzen, die aus der Spätlatenzeit, also aus der Zeit Cäsars dann stammen, wo wirklich ein Krieger mit Schädel, mit abgeschlagenen Schädel zu sehen ist, mit Kriegstrompete und mit einer Standarte, Eberstandarte, hier mal in Montbeuvray als Rekonstruktion quasi gezeigt. Und offensichtlich gehören hier zu diesen kriegerischen Insignien eben auch diese Köpfe. Und da sind wir dann wieder anscheinend zurück bei den reinen Kriegstrophäen. In der Mittel- und Spätlatenzeit ist es aber dann auch etwas, was sich sehr häufig in Siedlungen findet. Und ein Beispiel ist hier Manching. Durch seine recht ausgedehnten Grabungen haben wir hier sehr viele Aspekte, die in Frage kommen. Wir haben einerseits auch dort ein Torgebäude, wo drei Schädel, das sind die hier drüben, angebracht waren, wahrscheinlich angenagelt als Trophäen am Torgebäude, aber eben viel weniger, als wir es am Staffelberg haben. Dann gibt es aber auch wirklich sehr stark rituelle Dinge, wie hier unten diese Schädelmaske, die wurde richtig zugerichtet, sodass ein lebender Mensch die vor dem Gesicht tragen konnte, also wirklich was, was man sich nur rituell vorstellen kann. Und wir haben dann überall in der Siedlung natürlich verstreut auch menschliche Knochen, abgesehen von den Schädeln, also Langknochen und so weiter, die zeigen, dass auch der Totenkult oder eine mehrstufige Bestattungsweise eine Rolle gespielt hat in der Spätlatenzeit. Also man hat vermutlich die Toten zum Teil außerhalb der Siedlung durch Tiere entfleischen lassen und dann die Knochen, die noch übrig waren, zurück in die Siedlung gebracht und dort irgendwie aufbewahrt. Und zwar jeder in quasi seinem Familienverband. Und in Manching beispielsweise gibt es das auch noch, wirklich rituelle Deponierungen. Zwei Beispiele hier oben. Das sind also jetzt keine Siedlungsabfälle hier, sondern das sind Gruben, wo Gefäße geopfert wurden, in denen dann eben auch nochmal hier diese beiden Schädel lagen, die eben zeigen, dass dort irgendein Kultgeschehen, das durch uns sonst verschließt, stattgefunden haben muss. Wahrscheinlich hat man die Gefäße benutzt für irgendwelche Trankopfer, in der Grube entsorgt und die Schädel dann dazugegeben. Und diese Komponente des Schädelkults kann sich manchmal auch
in dem darstellen, was man eben nicht findet. Zum Beispiel in dem berühmten Heiligtum von Ribemont-sur-Ancre in der Picardie, wo man mehrere 10.000 von menschlichen Knochen gefunden hat, die zu mehreren 100 Personen, meistens Kriegern, jungen Männern also gehört haben müssen oder haben. Aber was man eben nicht gefunden hat, waren ihre Schädel. Berühmt ist ja diese Rekonstruktion eines Gebäudes, wo ja mehr oder weniger mumifizierte, also durch Trocknung mumifizierte Kriegerleichen aufbewahrt worden sind in ihrem vollen Ornat. Später hat man aus den Knochen dann auch regelrecht, wie man es oben sieht, Altäre aufgeschichtet. Aber wie gesagt, die Schädel fehlen und die sind sicherlich in irgendeinem anderen Zusammenhang in Anführungszeichen verarbeitet worden. Also die sind irgendwo in Siedlungen gelangt und vielleicht als Kriegstrophäen oder sonst wo gelandet, wo es heute nicht mehr nachvollziehbar ist. Interessanterweise ist es aber so, dass genau in diesem Gebiet, wo solche Heiligtümer entstehen, zur gleichen Zeit auch die männlichen Bestattungen, männliche Kriegerbestattungen ausfallen. Also hier ist wieder der Zusammenhang dieser verschiedenen rituellen Komponenten durchaus vorhanden. Und dann, ich habe es schon mehrfach eben erwähnt, gibt es natürlich auch ganz deutliche Belege, wo Schädel als Trophäen zur Schau gestellt werden. Eins der berühmtesten Beispiele ist der Schädel von Coban-Gondorff, weil man da natürlich sehr schön sieht, was für ein gewaltiger Nagel da durch den Schädel getrieben worden ist, um ihn irgendwo aufzuhängen und zu befestigen. Aber es gibt durchaus weitere Befunde, vor allem natürlich aus Frankreich. Hier auf dieser Seite das Heiligtum von Kellar in Südfrankreich, wo eben verschiedene Schädel in verschiedener Weise aufbewahrt worden sind, auch zusammen mit Waffen. Und man geht eben von solchen Trophäensammlungen aus. In ähnlicher Weise auch hier wieder diese Schädelmaske von Montmartre in Frankreich, wo wir auch hier oben ein Loch für eine Durchnagelung, also eine Anbringung nachweisen können. Es geht aber auch noch merkwürdiger. Ein etwas merkwürdiges Beispiel dafür ist eben das Oppidum La Cloche in Südfrankreich auch, wo man einerseits Schädel über Haken durch künstliche Löcher in der Schädeldecke eingehängt hat oder noch etwas abstruser durch eiserne Bänder, von denen Sie hier zwei sehen, die man von hinten über die Schädel geführt hat und dann in die Augenhöhlen hat eingreifen lassen. Also ja, sehr merkwürdig, kann man im Grunde nur zur Kenntnis nehmen. Das sind aber alles Dinge, die wir nicht wirklich auf dem Staffelberg haben. Also wir haben alle möglichen Arten von Nägeln und Eisenbändern, aber wir haben nichts, was mit diesen Objekten hier zu vergleichen wäre oder auch keine Nägel, die so groß wären, dass man sagen können, die wären eben festgenagelt gewesen, die Schädel, sondern da kommt uns das Heiligtum in Roquepertuis, wieder in Südfrankreich, zugute, wo es sich durch die mediterran bevorzugte Steinbauweise Pfeiler in diesem Heiligtum erhalten haben, in denen sich hier in diesen Nischen menschliche Schädel eingesetzt fanden. Und dort gab es dann auch noch geritzte Darstellungen von Schädeln und so weiter. Also der Schädelkult spielt ja auch hier in diesem Heiligtum eine Rolle. Aber entscheidend ist die Art der Anbringung. Und daher haben wir uns dann dafür entschieden, auch für den Oppidum Staffelberg im Torbereich eine Anbringung der Schädel in geschnitzten Nischen zu rekonstruieren. Und wie Sie es hier sehen, im Torbereich relativ hochgelegen. Und interessanterweise fehlen sie dort, wo die Torflügel nach innen aufschlagen würden. Die sind jetzt hier nicht dargestellt. Der Torflügel würde jetzt hier reinschlagen. Und Sie sehen, genau hier fehlen dann die menschlichen Reste. Das heißt, als das Oppidum quasi die Türen aufmacht, die Tor aufmacht, ist auch dort kein Trophäenschädel irgendwie verdeckt. Also das war gezielt so gemacht. Die sind jetzt hier etwas hoch platziert, das gebe ich zu, aber es ist tatsächlich so, dass wir von den Befunden, die wir haben, nachweisen können, dass die sehr hoch waren. Für die 5 Meter möchte ich jetzt natürlich nicht meine Hand ins Feuer legen, aber sehr hoch, denn wir haben Fragmente von Schädeln, die aus der Nische
gefallen sind und auf der Pflasterung quasi richtig zerborsten und zerplatzt sind, als das Oppidum quasi noch bestand, als die Straße noch genutzt worden sind. Zum einen, das spricht schon für eine gewisse Höhe. Und wir haben aber auch, das habe ich erwähnt, immer wieder Schädelfragmente im Steinschutt gefunden, wo also die Pfosten noch mit ihren Schädeln aus dem Steinschutt geragt haben müssen zum gewissen Zeitpunkt, als die Mauern dazwischen schon eingestürzt waren. Und dann sind erst die irgendwann die Schädel rausgefallen und oben auf dieser Steinpackung liegen geblieben, sodass wir eben davon ausgehen können, dass die sehr hoch gelegen sein müssen. So, das sind eben die Dinge, die ich Ihnen zeigen wollte. Und ich hoffe, es hat Ihnen irgendwie zugesagt und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Eben mit einer Bevölkerung, die gerade im technischen Sachverstand oder in ihren technischen Fähigkeiten eine Stellung einnehmen, die man schon als eine Hochkultur dann auch bezeichnen kann. Aber jetzt würde ich erst einmal sagen, haben wir noch ein ganz bisschen Zeit für Fragen. Keine Fragen aus dem Internet. Haben wir denn Fragen hier aus dem Publikum? Aldu. Alle geplättet. Also wie gesagt, es ist überhaupt kein Problem, falls Ihnen heute Nacht, wenn Sie von Schädeln träumen, Fragen einfallen sollten, können Sie die gerne uns schicken. Und ich bin sicher, dass wir dann mit Herrn Schussmann über Mail da uns noch austauschen können und wir Ihnen natürlich sehr gerne dann nochmal Rede und Antwort stehen. Ja, wenn dann keine Fragen sind, doch. Also die Frage war jetzt, ich wiederhole sie jetzt, ob eben in der Heuneburg, also dieser großen Höhensiedlung der späten Hallstattzeit, ob dort eben auch in einer Form ein Schädelkult praktiziert worden ist. Die Heuneburg liegt ein bisschen zeitlich vor dieser ganzen Hochphase des Schädelkults. Also die endet ja vor dem Beginn der Latenzeit. Das heißt, da ist schon von diesen ganzen Strukturen, die ich jetzt so dargestellt habe, gar nicht mit so einem ausgeprägten Schädelkult zu rechnen. Was es aber gibt, das sind tatsächlich zwei Fragmente von Schädelkalotten, die durchbohrt sind und wohl als Amulette getragen wurden. Die sind auch hier im Hause ausgestellt, unterscheiden sich von denen, die ich hier gezeigt habe. Also die sind nicht rund zugerichtet, sondern das sind eigentlich irgendwelche Stücke, wo man auch sogar noch die Schädelnähte erkennen kann, die also zwar irgendwo getragen wurden, aber nicht zugerichtet. Also sich ein bisschen schon noch unterscheiden. Und die stammen halt wirklich aus so eine, wahrscheinlich noch aus der Phase, wo sich dieses ganze mit dem Schädelkult erst so langsam entwickelt. Vielleicht einfach auch, wo eine gewisse, die Ausrichtung eine andere war. Also gerade bei diesen frühen Schädelamuletten ist eine Interpretation, dass es sich da eher um sowas wie einen Ahnenkult handelt, dass man also versucht sozusagen durch die Nutzung eines Restes, eines verstorbenen Verwandten, dessen Schutz irgendwie auf sich zu tragen. Und jetzt nicht wie später, wo man dann eher davon ausgeht, dass wahrscheinlich Gegner oder Feinde, die dann eben geopfert werden. Das ist nochmal ein gewisser qualitativer Unterschied. Das war jetzt die Frage, wie sozusagen die Bewohner des Oppidums vom Staffelberg am Ende es geschafft haben, diese massive Mauer dann oder dieses massive Haus abzubrennen. Den Brandbeschleuniger kann ich Ihnen leider nicht sagen, aber ich vermute mal, dass es Rutenbündel mit Pech waren, die man
im untersten Geschoss des Torgebäudes hingestellt hat und da entfacht hat. Und es zeigt aber auch, dass diese Konstruktion eigentlich nur durch die Leute selbst zu vernichten war. Denn gerade durch das Zangentor, da hätte es niemand geschafft, so weit vorzukommen, um da so in genügender Menge Brand ranzulegen. Und der wäre schon vorher irgendwie getötet worden in dieser, ja, es ist irgendwie, dieses Zangentor ist ja irgendwie so eine Todesfalle für den Angreifer. Und selbst dann, das haben Sie ganz richtig erkannt, so eine massive Eiche abzubrennen, das ist wirklich ein Kunststück. Aber wir haben ja eben auch noch die Hinweise darauf, dass die oberen Stockwerke leergeräumt waren. Also das sind, man müsste erwarten, dass dort die Wachen gelebt haben und natürlich auch irgendwelche Dinge dort hatten. Die sind aber ja nicht gefunden worden. Das heißt, man hat die planmäßig geräumt und dann am Schluss angezündet. Die Temperaturen, die dabei erreicht wurden, sind dann schon relativ beträchtlich. Wir haben bestimmte Stellen, wo der Kalk dort ja, zu, also der Kalkstein zu Kalk gebrannt wurde. Das heißt, wir sind da durchaus um die 1000 Grad. Und vielleicht haben Sie es in einem Bild auch erkennen können. Wir haben auf der nördlichen Seite eher Rötung der Mauer und auf der südlichen Seite eine Schwärzung, sodass wir sogar ein bisschen Hinweise darauf haben, wie dieses Gebäude beim Entzünden dann zusammengesackt ist, sodass auf der einen Seite mehr Sauerstoff hingekommen ist, während auf der anderen Seite mehr oder weniger die Balken nur geschwelt haben. Also das ist hier auch nochmal so ein Detail, das sich da einbinden lässt. Lassen sich über Isotopenanalyse oder ähnliches Aussagen darüber treffen, ob die Schädel lokalen Ursprung haben? Das ist schwierig, weil der Zahnstatus, den wir hier zur Verfügung haben, in den Unterkiefern sehr schlecht ist und die lassen leider da keine Aussagen zu. Wir haben das von einer Anthropologin, also die ganzen Schädelfragmente sind schon untersucht und bestimmt, aber wir haben dann eben auch im Hinblick darauf, ob es möglich ist, versucht es herauszubekommen, aber da wurde uns gleich davon abgeraten, weil hier die Kosten höher sind als der Nutzen, was dabei rauskommen kann. Wir hatten nicht mitbekommen, warum das Zangentor heißt, durch eine technische Funktion oder durch die dargestellten Wangen und die in die Zange nehmen. Ja, also das Zangentor ist eben eine klassische Form der Spätlatenzeit. Das heißt, die Mauerenden knicken an einem gewissen Punkt nach innen ein, lassen eine Torgasse frei und diese Torgasse ist dann hinten durch ein Torgebäude abgeschlossen und dadurch entsteht eine Zange. Man kann den Feind, der angreift, von drei Seiten in die Zange nehmen und da leitet sich der Begriff dann ab. Ja, bitte. Ja, noch eine letzte Frage. Die Frage war jetzt, dass die Schädel, durch die, wie man sie auch aufbewahrt hat, eben eine besonders hohe Bedeutung hatten. Also die Schädel hatten insgesamt, das allein durch die Vielzahl der Manipulationen und Darstellungen, sicherlich eine hohe Bedeutung, aber eben auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Also ich habe erwähnt, es gibt einerseits die Götterdarstellungen, es gibt die Bereiche der Heroen- oder Ahnenverehrung, wo man dann eben auch wirklich reelle Schädel schon mit reinbekommt und die vielleicht mumifiziert und aufgehoben hat. Aber es gibt natürlich auch den kriegerischen Aspekt, wo man das Ganze nur als Trophäe mitnimmt. Und es ist vielleicht auch so, dass man, wenn man sich das jetzt vorstellen muss, dieses eine Bild, das ich gezeigt habe, wo dieser abgeschnittene Kopf tatsächlich da war, dass in den Nischen sehr wahrscheinlich eben nicht die schon skelettierten Schädel reingesetzt wurden, sondern solche, die dann langsam vor sich hin verrottet sind. Und die haben natürlich dann geruchstechnisch, aber auch optisch schon eine abschreckende Wirkung. Und das war sicherlich auch zusätzlich nochmal gewollt. Also das kommt noch dazu. Ja. Appetit für heute Abend gerade verloren. Nicht praktisch. Ja.
also ich bedanke mich jetzt nochmal vom Haus ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie hier waren und diesen Vortrag hier gehalten haben. Wie gesagt, wir werden noch weitere Events haben. Ich schaue jetzt mal kurz zu den Volontären. Könnt ihr noch einmal kurz sagen, wann wir welche nächsten Events jetzt so ganz grob? Oder befahre ich euch gerade damit? Ja, da muss ich ja sagen, ich bin ein armer Mensch, der gerade hier mit dabei ist, ein Drehbuch zu schreiben. Also in einigen Wochen, nämlich am 3. Oktober bereits, werden wir, am 2. Oktober, noch einen Tag früher, am 2. Oktober werden wir eine Art wissenschaftliche Führung-Schauspiel haben an einem Originalfundplatz. Wir werden nämlich an einem Grabhügel in Almsbach eine abendliches Event haben, wo also Schauspieler und Archäologen aufeinandertreffen. Wir hoffen, dass dies ein für den Besucher spannendes und unterhaltsames Event wird. Und ich lade Sie natürlich ganz herzlich ein. Schauen Sie auf unsere Webseite unter anderem zu diesem Event, wo Sie dann also auch sehen können, wie ich mich dann als Schauspieler versuche. Gut. Auch unter anderem vom Förderverein gefördert. Aber wie gesagt, schauen Sie auf unsere Webseite. Wir haben noch ein paar weitere Ereignisse vor uns und machen Sie Werbung für unsere Ausstellung, damit noch zahlreiche weitere Besucher kommen. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass es bisher eine außergewöhnlich zufriedenstellende sozusagen Ausstellung ist und wir sehr zufrieden mit dem Besucherecho sind. Aber wie gesagt, es können ja immer noch mehr Leute kommen. Und jetzt wünsche ich Ihnen allen einen wunderschönen Heimweg und hoffe, dass Sie noch einen schönen Abend haben. Vielen Dank.